Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe die große Freude, Sie hier heute alle aus nah und fern im Raum noch mal begrüßen zu dürfen zur Premiere des ersten Gemeinwohlatlases, was tatsächlich ein Novum darstellt. Ein Novum für die Schweiz, ein Novum für die Wissenschaft, ein Novum in vielerlei Hinsicht, in methodischer Hinsicht sowieso. Ich habe mir vorgenommen, Sie in die Methodik, vor allem auch in die Ergebnisse einzuführen. Bevor ich das aber tue, möchte ich ein Stichwort aufgreifen, was Frau Kilic genannt hat. Und zwar, ich möchte eine Perspektive der jungen Leute in den Raum holen, die in diesem tätig waren und sich an vielen Orten, sei es die Pädagogische Hochschule, dem Landesgemeindeplatz in Appenzell oder auch in einem Seniorenheim, mit unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen auseinandergesetzt und über ihre Erfahrungen einen Film gedreht haben. Diesen Film möchte ich voranstellen, unserer Beschäftigung mit dem Thema, weil er auch nochmal die Brücke schlägt zwischen verschiedenen Generationen und zeigt, dass das Thema nicht nur ein neues ist, nicht ein altes ist, sondern ein zeitloses Thema ist. Ich möchte Sie einladen, kurz 3 Minuten gemeinsam den Blick zu werfen, bevor Sie dann tatsächlich mit dem Gemeinwohl aus wissenschaftlicher Sicht konfrontiert werden. Aber einmal sollte das gezeigt werden, aufgrund dessen war der Gewinnerfilm nochmal in der Nachbearbeitung von KSP, einem unserer strategischen Partner auch in diesem Projekt. Aber dann auch, um die Brücke zu schlagen zwischen der Diskussion und dem Vortrag, sollte diese Perspektive, die generationenübergreifende, hier auch in den Raum geholt werden. Nochmal vielen Dank an die Studierenden, die sich da mit großem Aufwand dahin bewegt haben, das hier einzubringen. An mir ist es nun, Sie zunächst in die Gedankenwelt, die zugrunde lag, unserem Studiendesign zu entführen, Ihnen einige Einblicke zu geben, gewissermaßen einen Problemaufriss zu machen. Es gibt keine abschließenden Antworten. Es gibt eher Denkanstöße, Gedankensplitter, einen Problemaufriss, wie wir, wenn wir von Gemeinwohl sprechen, darüber nachdenken. Zunächst möchte ich starten mit der Beobachtung aus der Diskussion, Gemeinwohl ist, war und bleibt ein Reizwort. Das war die Diskussion, dass es ein schillerndes Wort ist, ein Kampfbegriff über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende. Fjodor Dostojewski hat einen der Brüder Karamasow sagen lassen, mit dem Gemeinwohl haben die Leute noch jede Schurkerei gerechtfertigt, nicht nur im Polizeistaat, davor und danach. Und es gibt eine erste Erkenntnis. Wenn das so ist, ist es etwas, was uns alle angeht, mit dem wir uns beschäftigen müssen, bei dem niemand, und ich betone, da ist die Wissenschaft heute weiter, niemand eine Deutungshoheit für sich beanspruchen kann und darf. Auch die Protagonisten, und das sage ich sehr deutlich, meine Damen und Herren, auch die Protagonisten der Menschenrechte müssen sich fragen lassen, wie das nicht nur verteidigt, sondern auch legitimiert und letztlich auch vor anderen kulturellen Systemen gerechtfertigt werden kann. Es ist keineswegs so, dass eine Linke, eine Rechte, eine Gelbe, eine Grüne, eine sonst wie Partei ein Monopol darauf haben kann. Die Vox Populi, um die es heute gehen wird, ist selbstverständlich eine ganz wichtige Größe. Aber das sind für mich, sind für uns die eher weniger spannenden Aussagen, wer nun Recht hat. Für uns ist wichtig, eine Annäherung an das Thema dergestalt zu gewinnen, dass, wenn wir über Gemeinwohl sprechen, ein ganz besonderes Gut in den Blick nehmen. Wenn wir von Gemeinwohl sprechen, sprechen wir etwas, was noch jeden Staatengründer, Politiker, Wirtschaftslenker irgendwann berührt hat. Im Namen des Gemeinwohls wurden Kriege geführt, im Namen des Gemeinwohls werden Kampagnen lanciert, im Namen des Gemeinwohls werden Lohnverhandlungen geführt. Und dies alles vor dem Hintergrund einer, Frau Fessler, haben Sie gesagt, einer abendländischen Kulturgeschichte beispielsweise. Beginnen wir in Griechenland, bei Aristoteles, der das Gemeinwohl ins Zentrum und damit auch in unser Denken eingebracht hat, als eine wesentliche Größe, über die sich ein Gemeinwesen, Hubertus Schmid hat es gesagt, legitimiert und als Staatszweck auch forciert. Das haben wir heute noch, wenn es um Verwaltung und Politik geht, im Amtseid, im Beruf auf die gesetzliche Normierung, auf die Verfassung wohl vorhanden. Wir haben aber auch, und das zeigt die Geschichte, immer wieder Umwälzungen, dass nichts für selbstverständlich gelten darf und immer wieder neue Spieler auf den Plan treten, die dem Gemeinwohl an den Kragen wollen, die das Gemeinwohl festbinden wollen, die es züchtigen in den Dienst einer Diktatur, einer wie auch immer Bewegung, einer freiheitlich-demokratisch, wie auch immer legitimierten Gesellschaftsordnung stellen wollen. Und heute
Heute ist der Begriff wieder in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt. Und das hat gute Gründe, die in der Panel-Diskussion, im Film auf den Punkt gebracht wurden. Und ich will vielleicht so beginnen. Gemeinwohl ist nicht, ich bin gemein und mir ist wohl dabei. Gemeinwohl ist nicht der Schlüssel zum Glück. Gemeinwohl ist keine Aufforderung für einen Umverteilungsschlüssel. Das alles ist Gemeinwohl nicht in unserer Auffassung. Meine Damen und Herren, was ist denn dann Gemeinwohl? Mit allen Begriffen wie Freiheit, Gerechtigkeit entziehen Sie sich einer abschließenden Definition. Ich will aber eine versuchen. Gemeinwohl ist für uns ein Zustand des Gemeinwesens, dass der Einzelne verbindlich, als förderlich, als fordernd erlebt, um sein Leben besser zu gestalten. Wir reden vom gelingenden Leben, sich in einem Umfeld wohlzufühlen, das fühlen, das ihn fordert und fördert. Der Mensch als soziales Leben braucht die Umwelt, wie wir das Wasser zum Trinken. Ohne Gemeinwohl, so möchte ich mich versteigen, meine Damen und Herren, ohne Gemeinwohl keine Freiheit. Ohne Gemeinwohl keine Freiheit, weil ein Mensch sich nicht entwickeln kann ohne ein Umfeld, das förderlich ist, in dem gesellschaftliche Werte gelten, die ihn als Mensch voranbringen, die in seinen Lebensbedingungen auch helfen, sich selbst zu verwirklichen. Es ist kein Schlüssel zum Glück, keine Ausfahrt in den Himmel, wohl aber ein besonderes Gut, auf das wir uns, so wie wir das in der globalen Welt erkannt haben, wieder stärker erinnern und darauf berufen und erkennen, wie verletzbar, wie verwundbar das Gemeinwesen ist, wenn einzelne Akteure sich da raushalten. Sich raushalten beziehungsweise aus Sicht einer größeren Gruppe, einer anderen Gruppe, Verletzungen beziehungsweise Werte befördern, die weniger Aufmerksamkeit oder auch Akzeptanz finden. Man kann deshalb auch sagen, während eine Regierung, eine Partei, eine Verwaltung vielleicht vom Gesetz her verpflichtet ist, kann man das mit der Wirtschaft nicht tun. Das ist ein großer Fortschritt, nicht erst seit der Aufklärung, aber besonders durch die Aufklärung befördert. Nur was man sicher festhalten kann, eine Untergrenze: Es gibt kein Recht auf Gemeinwohlverzicht. Es gibt kein Recht auf Gemeinwohlverzicht, es kann sich keiner raushalten, weil alle dabei sind. Wenn das so ist, dieses besondere Gut zu schützen, zu entwickeln, zu nähren, zu fordern, zu fördern, und wir da an dieser Stelle von einer Idee sprechen, die das Gemeinwesen zusammenhält, von einer Idee sprechen, die gewissermaßen ein unsichtbares Band uns verknüpft. Ich meine, das ist durchaus im sehr pathetischen Sinne ein Band, das uns verknüpft. In aller Unsichtbarkeit bleibt es doch etwas, aus dem wir, Martin Klöti hatte Beispiele genannt, Kraft und Zuversicht schöpfen, wenn es gelingt, Antrieb und Stolz entwickeln, indem wir zu einer Region, zu einem Unternehmen, zu einer letztlich Staatengemeinschaft gehören, die darauf auch Wert legt, dass gesellschaftliche Werte, so wie in diesem Sinne benannt, auch eine Verbindlichkeit erlangen, jenseits des verfassungsmäßig Gegebenen, was immer Auftrag ist, aber Gemeinwohl als etwas Aufgegebenes, sich nur in der täglichen Umsetzung realisiert und damit etwas, an dem sich keiner, deshalb meine Aussage, es gibt kein Recht auf Gemeinwohlverzicht, entziehen kann. In einer solchen Auffassung ist das Gemeinwohl eine Idee gelingenden Lebens, ist das Gemeinwohl etwas, was uns alle angeht, und dann bin ich schon in Richtung unseres Themas unterwegs, dass jede Art von Organisation, sei es der Staat, sei es die Wirtschaft, sei es Hochschulen, sei es Fußballverbände oder Fußballmannschaften, sei es welche Arten auch immer, daran beteiligt sind, an diesem Gemeinwohl mitzuwirken, mitzustricken. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, möchte ich einen nächsten Punkt aufgreifen, der uns umtreibt. Gemeinwohl ist etwas, was entsteht im Auge des Betrachters. Im Auge des Betrachters gibt es selbstverständlich blinde Flecken. Physiologisch ist das Auge mit einem blinden Fleck ausgestattet. Wohl aber ist es das individuelle, das persönliche Auge, was darüber entscheidet, was als wertvoll gilt und was nicht. Das mag, Frau Fessler, dem einen oder anderen Tür und Tor öffnen, mag grundfest an Grundfesten rütteln, aber wie uns schon, auch hier wieder Griechenland, der alte Grieche Epiktet, auf den Weg gegeben hat, es sind nicht die Dinge selbst, die uns bewegen, sondern die Ansichten, die wir von ihnen haben. Wenn man das ernst nimmt, ich will zwei Beispiele geben, wenn man das ernst nimmt, erkennen wir, auf welch dünnem Eis der Zivilisation, unserer Kulturgeschichte wir uns bewegen,
wenn wir uns nicht um diese Fragen Gedanken machen. Ein Beispiel aus der Politik. Kriminalstatistiken sagen uns, in einigen Gebieten sinkt kontinuierlich seit Jahren die Kriminalitätsrate. Gleichzeitig zeigen Umfragen der Bevölkerung die Wahrnehmung, dass etwas Schlimmes im Stadtpark passieren könnte, steigen. Die Fakten und die Wahrnehmung der Fakten brechen diametral auseinander. Ich glaube, jeder Politiker kann ein Lied davon singen, was es bedeutet, in der Volksseele Wahrnehmung aufzugreifen, mit Fakten zu konfrontieren, Sachargumente zu finden, die dann doch vor dem Hintergrund der Bewertung der Vox Populi sich bewähren müssen. Ein zweites Beispiel, das hat schon sehr viel mit unserer Unternehmenswelt zu tun, auf die ich gleich einschwenken möchte. Ein zweites Beispiel, Unternehmen tun eine Menge, investieren in Aktivitäten, bauen Spielplätze, investieren in gute Projekte, Straßenkinderprojekte, was auch immer sie sich überlegen können, und es kommt einfach nicht an. Es kommt einfach nicht an und bleibt ein Wert, der nicht beantwortet, der nicht zur Wertschätzung führt und damit in diesem Sinne kein Gemeinwohl stiftet. Und dieser Diskrepanz bewegt sich die Diskussion, Gemeinwohl liegt im Auge des Betrachters, Gemeinwohl ist das, was wertgeschätzt wird, und das ist gleichzeitig, so offen es ist, kein beliebiger Prozess. Das ist die nächste Annahme unserer theoretischen Position. Gemeinwohl muss sich messen lassen an den Wünschen, Hoffnungen, Ängsten der Menschen. In der Psychologie nennen wir das Grundbedürfnisse. Es gibt so etwas, und darüber besteht heute sehr wohl Einigkeit in der Wissenschaft, so etwas wie menschliche Grundbedürfnisse, zu denen Unternehmen, zu denen staatliche Organisationen jeweils beitragen, durch ihre Produkte und Dienstleistungen, durch ihren Marktauftritt, was auch immer. Und das werden Sie jetzt sehen, hat verschiedene Kategorien. Die eine ist, nach was wir streben als Menschen, das weiß man heute sicher, nach Orientierung und Kontrolle. Ein Föhn muss funktionieren, ein Auto trägt uns von A nach B, ein Produkt leistet einen unmittelbaren Nutzen. Mit anderen Worten, ein Unternehmen erfüllt seine Aufgabe, hat also ein Kerngeschäft, etwas, was den Nutzen stiftet. Das zweite Bedürfnis, was auch zum Gemeinwohl gehört und beiträgt, ist das nach sozialem Zusammenhalt, nach positiven sozialen Beziehungen. Das ist nicht allein die Familie, Partnerschaft, sondern das geht über die Arbeitsbeziehung hinaus in das Zusammenleben in einer Gemeinschaft. Das dritte ist die moralische Frage, die das Gemeinwohl auch berührt. Keiner von uns möchte erniedrigt, beleidigt, in seiner Würde herabgesetzt werden. Das betrifft das Bedürfnis nach Selbstwerterhalt und Selbstwertsteigerung. Die moralische Dimension und die Dimension des Zusammenhalts, wie die der Aufgabenerfüllung, werden schließlich ergänzt um die Dimension der positiven Erfahrung, das, was wir hier mit Lebensqualität meinen. Meine Damen und Herren, Gemeinwohl in dieser Auffassung hat 4 unterschiedliche Aspekte. Ein Unternehmen kann, das werden Sie gleich sehen, in allen 4 positiv weit vorn durchs Ziel laufen. Ein Unternehmen kann in einem Bereich besser sein als im anderen. Und Sie erkennen jetzt gleich an den Fragen, die wir gestellt haben, wie wir da uns dem Gegenstand genähert haben. Wir haben uns genähert, indem wir gesagt haben, und Gemeinwohl hat verschiedene Aspekte, und haben gefragt, leistet die Organisation gute Arbeit im Kerngeschäft, trägt sie zum Zusammenhalten der Schweiz bei, entsprechend verhält sie sich anständig und viertens leistet sie einen Beitrag zur Lebensqualität. Anhand dieser 4 Fragen bildet sich ein Index heraus, ich bin jetzt schon etwas technischer, ein Index heraus, der den Gemeinwohlwert, Sie werden es sehen, im Atlas als Orientierungshilfe markiert. Anhand dieses Gemeinwohlindexes bzw. Atlases verfolgt mir natürlich, bevor ich Ihnen das zeige, dann noch ein Wort dazu, verschiedene Ziele. Das eine Ziel ist, für den Einzelnen eine Landkarte anzubieten, um im schwierigen Feld der Gemeinwohlwelt Orientierung zu finden, sich selbst ein Bild zu machen, einen Einblick in die Zusammenhänge zu finden, die über das Monetäre hinausgehen. Das zweite ist, das war ein Stichwort von Hubertus Schmid, bei Konsumentscheidungen beispielsweise dem Kunden etwas an die Hand zu geben, aber auch darüber hinaus bei der Arbeitgeberwahl sich auch solche Aspekte, wir haben es gehört, von der jungen Generation wird es zunehmend eingefordert, zu überlegen. Und natürlich auch an der Diskussion zu beteiligen für Organisationen selbst. Und da sehen wir einen Nutzen, der da heißt, Standortbestimmung in der Gesellschaft besser zu verstehen, jenseits eines Markenwertes, einer Kundenzufriedenheit, auch solche Aspekte zu betrachten, ein Feedback aus der Umwelt dafür zu bekommen, wo man eigentlich steht. Und das kann in der Regel auch besser oder schlechter im Selbstbild oder im Fremdbild sein, als vielleicht vermutet. Und da gibt es eine Faktenbasis, die vielleicht auch hilft, ob nun bei strategischen Entscheidungen der Standortauswahl bzw. auch
Orientierung im Produktbereich eine ergänzende Information zu liefern. Für die Gesellschaft selbst, und da greife ich einen Punkt auf, den Peter Gommes genannt hat, warum machen wir das an der Universität? Wir machen es an einer Universität, weil wir glauben, mit den Mitteln der Wissenschaft diesen Begriff so weit vorzubereiten, zu untersetzen, diskussionsfähig zu machen, dass er offen bleibt und gleichzeitig dem, was die Wissenschaft uns heute sagt, auch besetzt werden kann. Unsere Aufgabe als Wissenschaftler, und da sind wir nicht Politiker, nicht Berater, nicht Evangelisten, nicht andere Rollen, die man sich vorstellen könnte, sondern unsere Aufgabe ist es, die Datenbasis dafür zu schaffen, eine Faktenbasis zu schaffen, um in das wirre Dunkel, ins Nebellicht des Gemeinwohls einen Bezugspunkt zu finden. Das, meine Damen und Herren, ist der Zielkorridor, den wir uns vorstellen, und das eine oder andere mag für Sie dabei euphemistisch zu anspruchsvoll klingen, aber das ist das, was wir uns vorstellen, dass in der HSG, in der beste Tradition des St. Galler Management-Modells, solche Gedanken fruchtbar werden bzw. fruchtbar bleiben. Nun aber dann doch zu dem, wie wir es gemacht haben, und etwas technischer, bevor ich Ihnen die Resultate zeige. Ganz unten, der Trichter hat 62 Organisationen, das sehen Sie. Die haben wir nach verschiedenen Kriterien ausgewählt. Wir haben dazu Umfragen gemacht, Bekanntheitsumfragen, haben das ergänzt mit Experteneinschätzungen um Organisationen aus dem Kanton bzw. überregional wirksamen. Das könnte alles viel mehr sein, es könnten 620 sein. Wir haben angefangen mit 62, weil wir eben einen Startpunkt setzen wollten. Natürlich haben wir vor, da weiterzugehen, aber als Ausgangspunkt meinen wir, ist das schon eine ganz stattliche, umfängliche Probe. Und zu jeder Organisation gibt es 400, beziehungsweise im Kanton, kantonale Organisation, 300 Datenpunkte. Das heißt, zu jeder Organisation liegen bevölkerungsrepräsentativ, das werden wir gleich sehen, Rückmeldungen vor, die auf diesem Datensatz beruhen. So, was waren die Organisationen? Welche waren dabei? Wir haben sie grob unterteilt in diese drei Kategorien. Sie können selbst sich da ein Bild machen, wer es in den ersten Atlas geschafft hat, wer dazugehört. Grobe Unterteilung Werkplatz, alphabetisch geordnet von ABB bis Tetrapack. Von der Allianz Swiss bis zu Zürich, im Bereich Finanzplatz der Banken und Versicherungen. Und Sie sehen auch überregionale Medien bzw. national bedeutsame Organisationen. Und im Kanton St. Gallen eine, wie wir finden, keineswegs vollständige, aber immerhin doch relevante Auswahl unterschiedlichster Institutionen, vom Fußballclub bis zur Schützengartenbrauerei. Das macht das Spektrum derer aus, die im ersten Atlas da einen Platz gefunden haben. Vielleicht noch ein Wort, bevor es die Daten dann zu sehen gibt, ein Wort zu den Befragten. Wen haben wir befragt? Wir haben gefragt, knapp 4.500 Männer und Frauen im Alter von 18 bis 88, die in der deutschsprachigen Schweiz wohnen, die gemäß den Daten des Bundesamts für Statistik auch entsprechend geordnet sind, nach Geschlecht, Alter, Bildungsniveau, Wohnregion, um da auch eine Aussage zu treffen, nicht einfach jeden auf der Straße, sondern nach bestimmten Gesichtspunkten geordnet. Wir haben dabei zurückgreifen dürfen auf sehr geschätzten Kooperationspartner von Intervista, ein Online-Panel des Marktforschungsinstituts, und haben diese Befragung im Februar, März dieses Jahres durchgeführt. 4.500 Männer und Frauen haben über 62 Organisationen abgestimmt. Getragen und getrieben von eigenen Wünschen, ich habe das angedeutet, Hoffnungen und Ängsten. Und ein Bild davon zu geben, was das für Männer und Frauen waren, vielleicht einige interessante Aspekte vorweg. Ist das Thema überhaupt relevant? Ja. 68 von 100 Befragten sagen, sind besorgt, bis sehr besorgt, dass dem Gemeinwohl in der Schweiz insgesamt zu wenig Beachtung geschenkt wird. 74 von 100 Befragten sind tendenziell bereit, dafür auch mehr an der Kasse aus dem Portemonnaie zu holen. Das ist die Ausgangslage. Schaut man mal nach Geschlechtern, sieht man, es sind die Männer, die sich Sorgen machen. Männer machen sich mehr Sorgen als die Frauen. Meine Damen und Herren, Sie schmunzeln. Gerade den Herren wird das Schmunzeln gleich vergehen. Die nächste Aussage. Aber
Frauen geben eher an, überhaupt verstanden zu haben, worum es beim Gemeinwohl geht. Und sind auch bereit dafür, so notwendig Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen, wenn sie in einer Organisation arbeiten dürften, müssten, die das Gemeinwohl zumindest nicht schädigt, zumindest gemeinwohlverträglich agiert. Das ist die Stimmungslage gewesen, das sind die Männer und Frauen in dieser Konstitution, die tatsächlich dann die Bewertung vorgenommen haben. Jetzt wird es interessant. Diese Punkte sind, ich habe gesagt, verschiedene Fragen in einen Index gepackt, liegen da auf dieser Skala von 1 bis 6, 6 gleich voll erfüllt, 1 nicht erfüllt. Sehen Sie erstmal, es streut. Es streut ist eine gute Aussage, weil es heißt, die Bürgerinnen und Bürger differenzieren. Eine ganz wichtige Aussage dieser Studie ist, es wird differenziert, weder global abgestraft noch global hochgelobt oder global insgesamt bewertet. Es gibt jemanden, der vorn liegt und es gibt jemanden, der hinten liegt. In mehreren Schritten, dann sehen Sie die ersten auf dieser Welt, die das Going Live der Website Gemeinwohl.ch erleben, zeige ich Ihnen das auf der Website. In mehreren Schritten möchte ich Sie an die Daten heranführen und mal so beginnen. Zunächst haben wir uns angeschaut, wer gehört in die Spitzengruppe, die Vorbilder. Wer gehört ins Mittelfeld, wir haben sie genannt, die Hoffnungsträger. Und wo sind die Geforderten? Und jeder Punkt ist eine Organisation. Und Sie werden sie gleich wiedererkennen. Man kann also sehr klar sagen, es gibt einige, die eher vorn liegen, haben Sie die Vorbilder genannt, die Mittelfeld, die Hoffnungsträger und die Schlussgruppe, die Geforderten. Jetzt sehen Sie gleich so etwas. Was ist denn das? Das ist eine methodische Innovation, die es nach unserem Ermessen, da sind wir Interactive Things, unserem Kooperationspartner sehr dankbar, in der Schweiz bisher so nicht gibt. Sie sehen nicht einfach Mittelwerte, zum Beispiel die Reka, sondern Sie sehen gleich diese Blätter, Fische, wie Sie sie auch nennen werden, die in der Mitte jeweils eine Zahl haben, das ist der Mittelwert, und von links nach rechts, von 1 bis 6, die Verteilung, wie viele haben also mit voll erfüllt, mit halb erfüllt oder gar nicht erfüllt geantwortet. Ich zeige Ihnen das, weil das, was auf der nächsten Seite kommt, ist sozusagen der erste Blick in dieser Lesart, wie man solche Dinge auch als Landkarte gleich sichtbar machen kann. Also, es ist soweit, meine Damen und Herren, ich zeige Ihnen jetzt eine Einteilung von oben nach unten, von der Spitze ans Ende. Sie sehen die Reka, in der Vorbildgruppe liegt vorn. Wir lassen sie an der ersten Runde einmal durchlaufen. Ganz schnell für den ersten Eindruck. Geht jetzt sehr schnell. Auf den ersten Eindruck sollte das genügen. Wir sind in der Schlussgruppe angekommen. Wir sind am Ende der Liste. Am Anfang haben Sie die Punktwolke gesehen, jetzt habe ich hinter die Punktwolke Namen gepackt und Mittelwerte gestellt. Die Liste wird angeführt von der Reka und sie wird abgeschlossen von Glencore Strada. Wir kommen gleich und gehen noch in diese Struktur dieser sogenannten Violin-Charts, Violin-Plots hinein. Aber das war der erste Eindruck, wie die an einer Perlenschnur aufgefädelt einzelnen Organisationen im Atlas sich ihnen darstellen. Gehen wir auf die... Ich glaube, das ist jetzt die richtige... Dauert eine Sekunde. So. Ich lade Sie ein, mit mir gemeinsam ein wenig
in den Daten umherzuschauen. Es ist im Prinzip diese Liste, die Sie kennen. Die Reka führt das Feld an. Mikro Platz 2, Schweizerisches Rotes Kreuz Platz 3, SBB Rang 4. Wie besprochen, Sie sehen die jeweiligen Verteilungen. Wir sind also sehr transparent. Es werden alle Daten ins Netz gestellt, nicht nur Mittelwerte, sondern tatsächlich, wie viele haben wo und wie geantwortet. Das ist eine Verteilung auf Basis des Gemeinwohl-Scores, wie wir ihn nennen, wo alle vier Dimensionen, Anstand, Kerngeschäft, Zusammenhalt und Lebensqualität einfließen. Schauen wir uns das Bild differenzierter an. Die Reka liegt vor der Mikro im Bereich des Gesamtwertes. Nehmen wir uns an und sagen, wir setzen mal den Zusammenhalt in den Mittelpunkt. Und siehe da, halt, das gerutscht. Nicht gerutscht. Es klemmt die Verbindung. Halt. Schaltet um. Und Sie sehen, es gibt Bewegung. Nähme man, und es wäre auch eine Möglichkeit, eine theoretische gewesen, Gemeinwohl ausschließlich als das Maß, das sich ergibt, wenn man den Beitrag zum Zusammenhalt in den Mittelpunkt rückt, dann hätte die SBB die Nase vorn. Setzt man die Moral an die höchste Stelle, was wir aus guten Gründen, wie angedeutet, nicht tun, aber hier getan werden kann, selbstverständlich, dann marschiert das Schweizerische Rote Kreuz nach vorn. Und Sie sehen, und das ist ein Gegenstand unserer Auffassung, der Nutzer sollte und darf sich seine eigene Wertpräferenz auch dort gewissermaßen auch dort einbringen. Gehen wir mal ans Ende. Es besteht also die Möglichkeit, mit den Daten auch zu arbeiten und sich zum Beispiel zu überlegen, was täte sich denn am Ende, wenn ich auf Lebensqualität setze? Ruckt da etwas? Ja, es tut sich etwas. Es gibt etwas Bewegung. Und so könnten wir einzelne Organisationen anschauen, was ich hier, ich glaube, das Prinzip ist deutlich geworden, nicht tun möchte, sondern eher Ihnen noch weitere Dinge zeigen, die für diesen Atlas bedeutsam sind. Zunächst mögen Sie sagen, das ist ja unfair, einen Fußballclub gegen eine UBS zu stellen. Okay? Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an und ordnen nach Sektoren und Branchen. Was hätten Sie gern? Finanzplatz? Nehmen wir Finanzplatz. Nehmen wir die Lebensqualität raus, machen den Gemeinwohlwert insgesamt. Gehen wir vielleicht noch ein bisschen tiefer und nehmen wir Banken plus Versicherung. Und da sehen wir plötzlich ein Bild, was vielleicht für den einen oder anderen schon etwas fairer aussieht. Nicht Äpfel mit Birnen, sondern vielleicht eher Äpfel mit Äpfel oder ähnlichen Dingen zu vergleichen. Sie schauen und explorieren sich die Daten dann entsprechend in der Branchen-, in der Sektorendarstellungen und finden vielleicht immer noch das Ganze etwas unübersichtlich und wollen sich doch mal diese Gebilde, diese fischigen, blättrigen Dinge anschauen und das Profil der Organisationen vergleichen. Zwei Kreise jeweils sind Mittelgruppe, ein Kreis Schlussgruppe und haben damit verschiedenste Möglichkeiten, sich das genauer anzuschauen. Auf zwei Funktionen, die uns nicht aus technischer, sondern aus grundsätzlicher Überlegung wichtig sind, möchte ich noch hinweisen und möchte dafür mal in unseren Kanton reinschauen. Auch kantonale Organisationen dabei. Und ich schaue hier in die erste Reihe. Es gab den ausdrücklichen Wunsch der Regierung, auch die Kantonsregierung aufzunehmen. Man hat sie eben schon durchs Bild laufen sehen. Ich werde sie aber jetzt in dieser Ansicht mal Kantonsregierung in den Mittelpunkt stellen. So, jetzt hängt es etwas. Und schauen wir doch mal in den Kanton hinein. Von den einbezogenen Organisationen führt im Kanton die Fachhochschule St. Gallen das Feld an.
Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist ein empirischer Fakt, dass sich es auffädelt. Von der Fachhochschule bis ans Ende von Arbonia Frost. Das ist das Spektrum, das ist das Bild, in dem nicht wir, das sei hier nochmal betont, sondern die Befragten, die Bevölkerung ein Votum abgegeben hat. Wir können uns anschauen, was passiert, wenn wir den Zusammenhalt in den Mittelpunkt rücken. Und da, dieses Beispiel ist ausgewählt, weil die erste Reihe so ist, wie sie ist. Den Zusammenhalt, sieht man den Zusammenhalt im Mittelpunkt, führt die Kantonsregierung aus Sicht der Bevölkerung die Wertung an. Und Sie sehen auch hier dann die entsprechende Auflistung entlang der unterschiedlichsten Kriterien. Ich möchte, und dann soll es auch erstmal mit den technischen Spielereien genug sein, doch noch auf eine Sache hinweisen, nämlich das, was wir Gewichten genannt haben. Es geht wieder zurück auf den Ansatz, Sie gewichten, nicht wir. Sie gewichten, die Nutzer gewichten, was tatsächlich Wert hat. Im Auge des Betrachters sagen Sie, ich setze die Lebensqualität für mich auf, hängt ein bisschen, weil es eine Live-Verbindung ist, nach oben, noch ein Schlösschen dran. So, hält nicht das Schlösschen, ich gehe ein Stück weiter. Aber ich glaube, Sie sehen, worauf es hinausläuft. Die Rangliste passt sich entsprechend Ihrer individuellen Gewichtung an und Sie können uns diese Gewichtung mitteilen, weil wir sagen, wir wollen über Zeit besser verstehen, worin der Nutzer, die Zugänger, diejenigen, die das Internet an der Stelle auch benutzen, neigen und unsere Theorie widerlegen bzw. auch neue Aspekte dazu bringen. Dies alles, meine Damen und Herren, ist ab jetzt live. Ich darf Ihnen versichern, diese Organisationen, die hier dabei sind, haben schon reges Interesse genommen. Haben reges Interesse genommen, wie das wohl heute ausgeht. Und wir verstehen es nicht als den Weisheit letzter Schluss, wohl aber als Momentaufnahme, die durchaus mit den Mitteln der Wissenschaft ein Licht in den Nebel des Gemeinwohls bringt, der einer gewissen Faktenbasierung sich nicht entziehen kann. Alles dies steht Ihnen ab jetzt zur Verfügung. Wir hoffen auf regen Zuspruch. Und ich möchte, bevor wir gemeinsam noch in eine Diskussion und dann im Apero vielleicht in lockeren Gesprächen in kleiner Runde vertiefen, einige der wesentlichen Erkenntnisse, die wir bisher gewonnen haben, auf den Punkt bringen. Auf den Punkt bringen auf folgender Abbildung. Erstens ist das erste Mal gewesen, dass in so einer großen, umfassenden Befragung die Bevölkerung in der Deutschschweiz eine Stimme bekommen hat, um diese Punkte bezüglich ihrer Unternehmen zu benennen. Der zweite Punkt ist uns wichtig, und zwar in beiden Teilsätzen. Erstens in differenzierter Weise und zweitens in wertschätzender Weise. Und das ist ein Ergebnis der Studie, wenn Sie es zu Hause genauer anschauen. Die Schweizerinnen und Schweizer machen ihren Institutionen mehrheitlich ein Kompliment. Mehrheitlich ein Kompliment heißt, dass die Akzeptanz, die Wertschätzung in allen Dimensionen vergleichsweise für viele hoch, für einige sehr niedrig, aber im Durchschnitt doch recht hoch ist. Es gibt ein klares Verbesserungspotenzial für einige Unternehmen, ist völlig klar. Auch für einige, die vielleicht im NGO-Bereich, die vielleicht im Bereich der Verwaltung, im Bereich öffentlicher Organisationen sich woanders gesehen haben, mag es Denkanstöße geben. Es ist ganz klar, Genossenschaften und öffentliche Einrichtungen führen die Rangliste an. Insbesondere jene, die das Wort Schweiz, schweizerisch im Logo, in den Farben, im Namen haben und damit, ich nenne sie die Schlachtrösser, die Standbeine der Schweiz, auch hier punkten und ganz vorn liegen. Genossenschaften, öffentliche Einrichtungen führen die Rangliste an. Die Realwirtschaft, und das ist wahrscheinlich wenig überraschend, erfährt insgesamt eine höhere Wertschätzung als die Finanzwirtschaft. Besonders bei Großbanken wird eindeutig Verbesserungspotenzial. Und es ist nicht nur ganz am Ende zu schauen, wir haben alle auf Glencore Strada geschaut, das ist ein ganzer hinterer Bereich, wo man sich das genauer anschauen muss, verweist auf Verbesserungspotenzial. Und dies ist ab heute öffentlich. Und dies ist ab heute öffentlich unter gemeinwohl.ch, kann eingesehen werden und wir hoffen neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen und den Arbeiten dazu auf rege Aufnahme, Diskussion
und hoffen mit dieser Methodik, an der wir weiter basteln, auch in den nächsten Jahren, Wochen und Monaten voranzugehen, andere Gebiete in der Schweiz, andere Firmen einzubeziehen und damit ein präziseres Bild zu bekommen. Dass all dies möglich geworden ist, verdanken wir, und da sage ich Dank gemeinsam mit Peter Gomez an dieser Stelle, sagen wir gemeinsam Dank einer Reihe von Institutionen und vor allem konkreten Personen. Das ist einmal das unmittelbare Team, das seit Monaten, wenn nicht gar Jahren, daran gearbeitet hat, diese innovative Methodik ins Leben zu bringen, an vielen Kleinigkeiten, theoretischen wie praktischen, gearbeitet hat. Ich sage Danke an Caroline Geisler, Caroline Herrmann, Steffen Bartholomäus und Pepe Strathoff. Das Team hat das koordiniert, vorangebracht, nicht allein, aber ganz besonders in Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern wie dem Team um Dr. Michael Strackmann, Lena Korinth, ich hier sehr begrüße in der ersten Reihe von Intervista, mit exzellenter Befragungstechnik und Erhebungsmethodik uns geholfen haben, da die notwendige technische Präzision hineinzubringen. Ich möchte ebenfalls ganz besonders erwähnen Interactive Things, das Team um Benjamin Wiederkehr und Christian Siegrist, heute auch hier im Raum, die mit innovativer Darstellung, Sie haben diese gesehen, auch in der Schweiz mit uns gemeinsam Neuland betreten hat. Diese Art gibt es bisher nicht. Interactive Things hat uns da sehr vorangebracht, wie auch, und das möchte ich betonen, unser Partner, strategischer Partner KSP, Kriegsclub und Partner. Wir sitzen auch im Raum um Daniel Krieg, Audrey Isaac und insbesondere auch Iliana Davanzo, die uns an verschiedenen Stellen immer wieder vorangebracht, unterstützt haben, wenn es um Kommunikation, Aufbereitung der Inhalte ging und für uns eben nicht nur Freunde und Partner, sondern auch strategische Partner über die Zeit geworden sind. Peter Gomez hat es angedeutet, wir sind gefördert worden durch zwei Stiftungen, die Alvina Stiftung und die Friedi und Regula Lienert Stiftung, deren Stiftungsratspräsident Hubertus Schmid heute hier im Raum ist. Dass das zum Schluss überhaupt möglich war in einer Umgebung, die Universität heißt, verdanken wir der Universitätsleitung, der Universität als unserem Campus-Umfeld, unserer Kultur, die das möglich gemacht hat. Ein ganz besonderer Dank auch in Richtung des Rektorats, dass solch ein Projekt möglich wurde über die Jahre. Ich darf sagen, wir haben an diesem Projekt 4, 5 Jahre gearbeitet, um es in dieser Form heute hier präsentieren zu können. An dieser Stelle ein großes Danke an all die hier Genannten und auch Ungenannten, die diesem Projekt beigetragen haben. Ein Interesse, meine ich, ist geweckt. Der eine oder andere möchte sich das genauer anschauen. Das werden wir auch gleich tun. Es ist hier hinten alles aufgestellt. Sie können im Internet nachschauen. Es ist ausgedruckt auf Plakate. Es werden sich einige unserer Partner vorstellen, eine Studenteninitiative und. Aber bevor wir doch zum Apero schreiten, soll abschließend die Diskussion für erste Fragen eröffnet sein, die vor dem Glas Rotwein oder Weißwein vielleicht hier in den Raum kommen sollten. Und das würden wir gern, Peter Gomez und ich, gemeinsam abschließend machen. Ja. Darf ich zur zweiten Frage etwas sagen, dann zum Praktischen? Wir haben im Sinn, das für die gesamte Schweiz, auch Tessin und Romandie, jährlich durchzuführen, diese Befragung. Also, dass wir über die Zeit sehen, wie sich das entwickelt und auch den Firmen die Chance zu geben, zu sehen, ob ihre Aktivitäten, die sie aufgrund von dem auslösen, ob die etwas bringen. Also man muss sehen, das ist im Moment, es ist zwar, und das wird ja jetzt dann gleich erklären, wissenschaftlich absolut Status, oder wie es eigentlich sein muss, aber es ist letztlich ein Pilot. Oder wir haben bewusst nur die Deutschschweiz genommen, wir haben in St. Gallen beispielsweise nur 10 Unternehmen genommen. Und wir haben sogar noch die St. Galler und die gesamte Deutschschweiz miteinander vermischt, oder? Das waren, also das haben Sie gesehen, oder es stand überall St. Gallen zum Beispiel. Wenn wir die Uni St. Gallen reingenommen hätten, nur Deutschschweiz gemacht hätten, dann wäre auch die ETH und die Uni Zürich reinnehmen müssen. Ja. Also das sind natürlich, ist in dem Sinne eine gewisse Auswahl. Aber ich glaube, die wissenschaftliche Seite, da sollte Timo etwas dazu sagen. Die erste Frage beantworte ich gern voller Inbrunst als Psychologe oder aus voller Inbrunst. Wohl wissend, dass Größe und Elend jeder Sozialwissenschaft darin besteht, dass Befragungen sind Befragungen sind Befragungen, die mit dem richtigen Verhalten manchmal meilenweit auseinanderklaffen können. Aber immerhin ist es die beste Näherung, die möglich ist.
die beste Nährung und wir unterstellen, das wollte ich ausdrücken, die Ergebnisse sind sowohl differenziert als auch wertschätzend, dass diejenigen, die sich da an die Urne begeben haben, das mit Verstand, mit Interesse und Engagement getan haben. Und ich würde da der Stimmenpopulation auch ein gewisses Vertrauen entgegenbringen, dass das auch in ehrlicher Absicht authentisch gemacht wurde und damit auch eine Anerkennung verdient. Dass allerlei Wünsche, Hoffnungen und unbewusste Fantasien, Triebe, Wünsche dahinter liegen mögen, auf was sie vielleicht anspielen und uns selbst etwas vormachend, das ist unbenommen. Wir haben aber bewusst, und das will ich auch ergänzen, keine Lügenfragen reingenommen. Wir glauben, das Thema verdient es nicht, sondern das Thema verdient es, die Menschen ernst zu nehmen und dann darüber zu sehen, ob in den Folgewochen das Ergebnis als sinnvoll, plausibel, nachvollziehbar gesehen wird und im Zeitverlauf sich vielleicht ändert. Gar nicht. Punkt. Also die Antwort ist relativ knapp. Wir sehen uns als Wissenschaftler, die helfen, einen Spiegel zu bauen und vorzuhalten. Es ist an den Unternehmen, sich zu überlegen, was man und wie man. Dass wir Fantasien haben und Theorien, das, glaube ich, ist völlig klar. Aber wir maßen uns nicht an, da von der Kanzel Tipps zu geben und hoffen auf Akzeptanz und auf Reaktionen. Ja gut, also wir haben natürlich so etwas, die sogenannte Public Value Scorecard, die wir selber entwickelt haben, die wir schon mit verschiedensten Firmen umgesetzt haben. Das wäre eigentlich dann genau das zu sagen, wenn jemand den jetzigen Zustand verbessern möchte, sollte er so und so, so vorgehen. Wir haben natürlich nur ein bisschen das Problem, dass wenn wir das den Firmen, die wir beurteilt haben, als Beratungsprodukt anbieten, dann kommen die gleiche Betrüger wie Herr Longchamp. Und das wollen wir ja nicht unbedingt. Also wir sind da ein bisschen, wir könnten es, oder aber wir es wollen, ist noch eine andere Frage, oder wie wir hier vorgehen wollen. Vielleicht kann man auch so sagen, wir möchten uns in der Schweiz schweizerisch verhalten, also neutral, als Wissenschaftler. Und vielleicht noch etwas zur ersten Frage. Es ist so, die meisten dieser Umfragen, die die Wirtschaft betreffen, sind meistens negativ gepolt. Oder meine zum Beispiel im Manager-Magazin in Deutschland gibt es eine Hall of Shame. Ja, nicht Fame, Shame. Und da wird gesagt, welches wirklich die schlimmsten Firmen sind. Oder Eye of Davos, oder da werden Berichte darüber geschrieben, wie schlecht das Glencore ist und so weiter. Wir haben genau den umgekehrten Weg. Und wenn Sie die drei Begriffe sehen, wir sagen, wir haben die Vorbilder, wir haben die Hoffnungsträger, wir haben die Geforderten. Wir haben nicht gesagt, das sind die Schlechten, die müssen jetzt endlich etwas machen, oder? Sondern, und wir sagen auch, dass die Schweizer Bevölkerung hat großes Vertrauen eigentlich in ihre Institution. Es gibt natürlich Ausreißer gegen unten. Oder es gibt zum Beispiel im mittleren Bereich gibt es Firmen, die haben jetzt in den letzten 4-5 Jahren jegliche Menge Programme zu Nachhaltigkeit, zu Corporate Social Responsibility, philanthropische Bemühungen und so gemacht. Und die sind so weit hinten und die sagen jetzt natürlich, was hat uns das jetzt alles genutzt? Oder dass wir da ein Programm nach dem anderen gefahren sind und im Jahresbericht wunderschön beschrieben haben, was wir alles gemacht haben. Und trotzdem sind wir so weit hin. Jetzt kann man sagen, vielleicht haben sie schlecht kommuniziert, vielleicht interessiert das die Bevölkerung nicht. Also das sind natürlich dann Fragen, da müssen die Firmen schon selber sich im Klaren werden darüber, was das bedeutet, was hier herausgekommen ist. Pardon. Ich möchte trotzdem auf den Kommentar, den Sie am Anfang auch gesagt haben, Schluss haben Sie ja gesagt, aber Sie wollten das ja auch betonen, die Gemeinwohlökonomie. Ich möchte es auch ganz deutlich in diesem Raum sagen, von der Gemeinwohlökonomie grenzen wir uns sehr klar ab, weil wir eben nicht, wie Sie groß geschrieben, Sie klein geschrieben, eine Karte haben, wo 5 Werte draufstehen, die man nur noch umsetzen muss. Selbstverständlich wollen wir auch was tun. Wir glauben aber daran, dass die Werte aus der Bevölkerung raus entstehen müssen und alles andere ist Politik und gehört in die Welt der Parteien, in der sozialen Bewegung, aber nicht an die Universität. Dieser Satz sei bei vielen gemeinsam auch als trennendes benannt. Zum Zweiten, warum die Ökologie fehlt, ist ganz einfach. Es gibt kein Bedürfnis, kein Grundbedürfnis nach ökologischen Dingen. Es gibt Grundbedürfnis nach Selbstwert und so weiter, wie ich sie aufgezählt habe aus der Psychologie. Und selbstverständlich tauchen ökologische Themen auf, die aber dann aus Sicht der Moral, Beitrag zum Zusammenhalt, bewertet werden. Das heißt, die Ökologie kommt dann wieder über die Hintertür rein, ist aber, weil es kein Grundbedürfnis des Menschlichen
ist, so heute die Psychologie, nicht als eigenständige Dimension auf der Ebene dieser vier Basisdimensionen. Sie kommt auf anderen Wege wieder rein. Glaube ich hier vorne. Gibt es noch weitere Fragen? Walter? Eine kleine Verständnisfrage. Ist mit Reka wirklich die Reisekasse gemeint? Ja. Nicht wie hier Rechnungsflugplatz. Nein. Wir haben das, ja. Nein, es ist die Schweizerische Reisekasse. Ja, die Schweizerische Reisekasse ist gemeint. Vielleicht kennen die, ich weiß nicht, ich würde es mal gerne fragen, wer alle die Reka kennt, aber die Bevölkerung kennt natürlich die Reisekasse. Man könnte sagen, die mentale Kartografie spannt sich auf zwischen Glencore und Reka. Die Volksseele ist zwischen diesen Polen gespannt. Thomas? Ich finde es zunächst toll, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, das empirisch zu erfassen. Ich denke, das war höchste Zeit und es ist gut, dass es mal gemacht wird. Dennoch stellt sich natürlich die Frage der Validität. Also woher soll ich wissen, was Schützengarten zum Zusammenhalt der Gesellschaft beiträgt? Wir stellen immer wieder mit Entsetzen fest, dass selbst hier unten in der Stadt keine Ahnung darüber besteht, was oben auf dem Hügel in der HSG passiert. Also was können wir mit solchen Antworten wirklich anfangen? Gut, es ist so, ich meine, wenn ich das auf, schwierig auf Deutsch, sag's mal Englisch, oder? Und das heißt, wir sprechen hier von Public Value. Public Value is what the public values. Und wer weiß es besser als die? Und ich meine, das muss ja nicht klar definiert sein. Das ist einfach, man kann ja nicht den Leuten sagen, ihr kommt da nicht raus, oder? Ich meine, ihr habt ja keine Ahnung, wenn ihr was über den Zusammenhalt sagt. Die haben ganz klare Vorstellungen, oder? Also beispielsweise, wenn die Schützengarten ein Restaurant bereitstellt oder dann einen Auslieferservice. Es ist ja so, das ist noch wichtig zu sagen. Wir haben zum Beispiel, wir haben niemanden gefragt zu einem Unternehmen, das diese Person nicht nach dem eigenen Ermessen gut kennt. Also auf einer Skala von 1 bis 6 musste die Person sagen, zwischen 4 und 6 in diesem Skalen drin, kenne ich das Unternehmen. Es kann nicht einmal jemand sagen, ich habe mal von der Glencore in der Zeitung gelesen, jetzt gebe ich ein Urteil ab. Das geht nicht. Sondern sie mussten sagen, ich kenne zum Beispiel die Schützengarten aufgrund von dem. Und dass diese Leute sich ein qualifiziertes Urteil erlauben. Und durch was kann man das ersetzen? Wegen der Validität, oder? Meine, es ist natürlich klar ein bisschen unbefriedigend, aber wir gehen davon aus, dass die Leute, und ich meine, in der Schweiz geht man ja viermal im Jahr abstimmen, in relativ komplexen Sachverhalten, dass sich die Leute auch zu einem solchen Thema eine Meinung bilden können. Was wäre die Alternative, Thomas? Was könnte man als Alternative nehmen? Dass die zum Beispiel die Schützengarten so und so viel Geld eingesetzt hat für, ich weiß nicht, irgendwelche kulturelle Projekte oder die Migros ein Kulturprozent und so weiter. Das wäre dann eigentlich eine, ja, für ich sage, eine objektive Bewertung, aber auf die können wir nicht gehen, oder? Das ist hier ist ein anderer Ansatz. Ich würde sogar zuspitzen, das Subjektive ist das Objektive, weil wir haben nichts anderes als unsere Mentalität. Was anderes gibt es nicht. Meine Damen und Herren, ich will das nochmal sagen, in einer Postwachstumsgesellschaft werden wir immer mehr in solche Fragen des Wellbeings, der Zufriedenheit kommen, weil die Materialitäten als solche weder als zu selbstverständlich oder als nicht greifbar gesehen werden. Wir werden noch stärker, das ist die Vermutung, im nächsten Jahr in solche Themen hineinkommen. Und ich möchte ergänzen, Thomas, für die anderen, der Begriff Validität bedeutet, ob das, was gemessen wurde, auch das, ob das Richtige ist. Ich glaube, wir sollten sehr ernst nehmen, dass der Zieleinlauf so war, wie er war. Dass diese 4.500 das so durchgevotet haben. Inwieweit das verallgemeinerbar ist, das hat Grenzen. Darüber muss man reden. Aber diese 400 haben den Zieleinlauf so gesehen. Und an der Stelle ist das Spiel zwischen Wahrnehmung und Fakten, zwischen Wissen und Werten eines, was uns bewegt, von dem wir aber meinen, letztlich werden Unternehmen und Staaten nicht aufgrund von Fakten hinweggefegt. Wird die Anerkennung und Wertschätzung von Einzelnen nicht allein von Fakten bewerkstelligt, sondern es ist die Wahrnehmung, die Meinung, die öffentliche Meinung, was die Emotionen, das sind ja emotionale auch Reaktionen, treibt. Und von daher geben wir diesem ein starkes Gewicht und werden auch sehen, ob die, die viele Marketing-Dollars investiert haben, hier besser rauskommen als die anderen in Kommunikation. Werden auch sehen, inwieweit es gelingt, Veränderungen herbeizuführen. Vielleicht noch eine letzte Frage. Ja. Also zwei Fragen. Nehmen wir Rolf Unterer, ja, und dann die Dame da hinten noch. Ja. Rolf? Ja. Fragten es vorwiegend als Ziel für sich selbst oder als Ressource
für ihr Leben. Ja. Was war denn im Vordergrund? Letzteres. Bitte? Letzteres. Und das ist auch die theoretische Auffassung. Gemeinwohl ist eine Ressource für gelingendes Leben. Der Mensch als soziales Leben braucht eine Umgebung, in dem er oder sie gedeihen kann. Gemeinwohl ist eine Ressource für den Einzelnen, ist kein Selbstzweck. Nein, kein Selbstzweck, aber es könnte ja ein Ziel sein, es wäre was ganz anderes. Das haben wir nicht gemessen. Weil er sich dann beteiligen würde oder sie an diesem Ziel, Gemeinwohl zu stärken. Und das andere wäre, ein schönes Bett zu haben, in dem man dann sich wohler fühlt. Wir haben das schon gefragt. Es gibt auf der Website eine Reihe von Antworten, Gemeinwohl und ich. Was ist der Einzelne bereit zu tun? Inwieweit ist ihm das wichtig? Wie weit nimmt er da Einbußen im Lohn in Kauf und. Aber im Mittelpunkt stand die Bewertung der Unternehmen und im zweiten Kapitel erst etwas zurückgesetzt, was bin ich bereit dafür auch zu investieren oder als Ziel zu formulieren. Und die anhängende Frage ist, Mediziner untersuchen ja immer was Schlechtes, das ist die Krankheit, oder? Und es ist interessant, dass da oft konkretere Ergebnisse kommen, als wenn man sie fragen würde, was ist Gesundheit? Und ist das vielleicht beim Gemeinwohl auch ein bisschen in die Richtung zu überlegen? Das hatten wir überlegt, haben davon Abstand genommen aus zwei Gründen. Das eine ist, es ist immer einfach zu sagen, was alles schlecht läuft. Wir wollten hier eine wertschätzende Position einnehmen und die Befragten auch zwingen, mal den positiven Beitrag der Wirtschaft, der Parteien, der Institutionen zu benennen. Man kann das anders machen, ist aber, und das ist der zweite Grund, auch deshalb nicht unser Ansatz, weil wir glauben, bei den ausgehobenen Gräben zwischen verschiedenen Teilsystemen der Gesellschaft kommt es darauf an, Brücken zu bauen, mit dem Positiven zu beginnen. Und das ist, glaube ich, auch, das ist meine Auffassung als jemand, der Veränderung auch anstrebt, über das Positive, nicht über ein Blaming oder Shaming zu kommen, sondern diese positive Ressource in den Mittelpunkt zu stellen. Das wäre sonst eine andere Untersuchung geworden. Beides vielleicht. Beides vielleicht, ja. Dann noch vielleicht die Dame da hinten. Guten Abend, ich bin Studentin an der HSG und vielfach spricht man von der Öffentlichkeit ja auch von NGOs und nicht wirklich vom Bürger, und die quasi dann das Anliegen der Bürger vertreten und in unserem Sinne quasi auf die Wirtschaft eingreifen. Wieso hat man jetzt nicht die NGOs, die Spezialisten befragt? Wieso hat man einen Bürger befragt? Weil die NGOs auch ihre eigenen Interessen haben. Ja, klar, aber wenn man dann... Eine NGO ist ja nicht nur für die Bürger, sondern auch ganz klare Eigeninteressen. Und ich meine, das ist genau die Frage, die wir in der Diskussion gestellt haben. Ich meine, wer kann sich aufschwingen und zu sagen, die öffentliche Meinung vertreten? Sicher nicht die NGOs. Mhm. Da können es auch die Unternehmen sein, da können es die Politiker sein, wer auch immer. Es könnten auch Experten sein, nur ich wollte... Ja, aber wer ist ein Experte? Ja, wer ist ein es gibt keine Experten fürs Gemeinwohl, würde ich sagen. Das ist relativ schwierig. Darf es auch nicht geben, das ist unsere Auffassung. Es gibt niemanden, der das darf. Und wir haben was anderes gemacht. Wir haben die NGOs zum Gegenstand der Untersuchung gemacht. Das fanden wir viel interessanter, auch mal zu schauen, ob sie denn alle in ihren moralgedrängten Geschäftsmodellen tatsächlich in der Wertschätzung ganz oben landen. Und die WWF, wie Sie gesehen haben, war nicht zuvorderst. Die war ziemlich im Mittelfeld. Ja, ich meine auch nicht Experten, die das Gemeinwohl definieren, sondern eher Experten, die Firmen kennen. Ja gut, aber das sind natürlich wieder die Interessengruppen und die Interessenlagen, die Lobbyisten und alles. Ich glaube, da kommt man in Teufelsküche. Wir haben jetzt mal gesagt, wir fragen die betroffen sind, und das sind die Menschen, die Bevölkerung, und es ist repräsentativ für die Deutschschweiz. Okay, guten Tag. Darf ich vielleicht hier, wir haben schon ein bisschen überzogen, zum Schluss kommen. Herr Nufer, ja. Aber jetzt glaube ich, müssen wir dann... Mikrofon. Ab, ab. Moment bitte. Das ist eine gute Überleitung. Es geht nicht nur darum, dass die ein ausgezeichnetes Bier machen, aber den Service, den sie bieten. Jede Organisation, die irgendein Fest in der Ostschweiz veranstaltet, die bekommt vom Schützengarten die Infrastruktur. Es gibt da Kühlschränke, es gibt Tische, Bänke, es gibt Sonnenschirme, und alles das wird zur Verfügung gestellt. Und da profitieren Tausende und Zehntausende, Hunderttausende von Leuten davon. Darum sind die so populär.
Okay. Gut, ich glaube, dass das ein gutes Schlusswort war, Herr Nufer. Was wir jetzt machen, wir haben hinten, für diejenigen, die es interessiert, verschiedene Stände aufgebaut. Da können Sie in die Einzelheiten noch einsteigen. Wir haben auch einen Apero, den Sie hier mit uns zusammen genießen können. Ich möchte hier im Namen von uns beiden ganz herzlich danken für Ihre Teilnahme, dass Sie hier waren, dass Sie so großer Zahl erschienen sind. Wir haben ganz klar im Sinn, wir haben das gesagt, das war nur der Start. Und Sie werden jedes Jahr wieder eine solche, ist keine Rangliste, muss ich sagen, ne? Einen solchen Atlas sehen, der wird ausgeweitet auf die ganze Schweiz, wird um weitere Firmen erweitert. Aber das war einfach mal, um zu schauen, ob es funktioniert, und so wie ich in die Runde schaue, funktioniert es tatsächlich. In dem Sinn, vielen herzlichen Dank, und dann gibt es jetzt also, wie gesagt, Apéro mehr. Vielen Dank.